Vor allem der Mund wird dadurch echt trocken und ich bin eigentlich kein guter Erzähler. Oder guter Vorleser. Okay, wir nehmen erstmal die TP-Kapsel mit und sagen dann Befehl trainieren. Einfacher Kurs, das reicht. Das sollte reichen. Ja, Moment mal, wir konnten doch hier Dings. Weil, ja, falsch. Hier muss ich digitieren. Fanbimon. Hier geht das Dingmon jetzt nämlich. Okay, das Dingmon will ich aber noch nicht machen. Wemon. Da braucht er noch Cap für. Okay, da brauchen wir noch Cap für. Noch 14 Kämpfe auf gut Deutsch gesagt. Also, das haben wir jetzt abgeschlossen. Dann gehen wir mal kurz in das ATL. Dann bekriege ich 500 Yen. Und eine Freundschaft. Und neuer Hackerrang. Amateur-Hacker. So ist es doch nice. Huch, diese Übertragungsnummer ist... Okay. Ich bin's. Ich hoffe, dass die Suche gut läuft. Kayaba weiß also auch nicht, was? Dann ändere ich dir den dann nenne ich dir den Namen der nächsten Zielperson. Wie genau suchst du dir das Ziel aus? Warum fragst du mich so etwas? Anscheinend zweifelst du jetzt an den Wahrheitsgehalt meiner Informationen an. Du willst, dass wir uns treffen und unterhalten? Das heißt wohl, vorher traust du mir nicht? Du scheinst als ausgezeichneter Hacker zu sein. Einer, der mein Vertrauen verdient. So weit, so gut. Na schön, unterhalten wir uns unter vier Augen. Bis morgen, dann. Ich werde im offenen Raum von Eden warten. Morgen, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich sollte mich lieber gut vorbereiten. Was heißt denn vorbereiten? Es ist soweit, ich gehe zum offenen Raum. Was hieß jetzt vorbereiten? Okay, wir gehen in den offenen Raum. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Wer könnte denn das sein? Offener Raum. Okay. Okay, ist noch nicht hier. Es war wohl eine gute Idee, Shitose um Rat zu beten. Was? Wie man einen Hacker austrickst, dessen Identität man nicht kennt? Du sollst ihm eine Falle kennen und ihn überrumpeln. Das weiß doch jedes Kind. Es ist nur etwas Zeit, bis wir uns treffen. Jetzt durch bereite ich die Schadsoftware von Shitose vor. Sicherheitswarnung, kein Zugang außerhalb der festgelegten Zeiten. Sicherheitsmaßnahmen werden eingeleitet. Du Scheiße, ne. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Scheiße. Okay, es geht noch. Ja, okay, der Kampf geht noch. Okay, der war schnell down. Okay, der weniger. Dann lasse ich das Bertramon in Ruhe, wollte ich gerade sagen. Ja, normaler Angriff kann gerne passieren. Down. Tolles Sicherheitsprogramm, ey. Ich habe jetzt mit einem schwereren Kampf gerechnet. Hier in Eden. Vor allem außerhalb der Zeiten. Das heißt, ich befinde mich gerade außerhalb dieser Zeiten. Das ist eigentlich nicht gut. In diesem Bereich wurde ein Sicherheitsprogramm installiert. Könnte das bedeuten? Der hat mich eher ausgetrickst. Ja. Hey, du bist früh dran, was? Es war richtig, dass ich den ersten Schritt gemacht habe. Hör zu, ich weiß, dass du gut bist, aber du solltest damit aufhören, mir aufzulauern. Betrachte es als einen Ratschlag unter Freunden. Schließlich will ich keinen zukünftigen Geschäftspartner verlieren. Aber schadet nichts, vorsichtig zu sein. Das ist sogar eine gute Eigenschaft für einen Hacker. Deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich dir vertrauen kann. Glückwunsch, du hast es geschafft. Um das zu verhindern, hältst du dies eine Einleitung zur Geburt einer echten Legende. Zur Dämonshöhle. Okay. Komm zur verabredeten Zeit her und bring unbedingt die Dämonsmaske mit. Bis dann. Diese Maske, das ist die, die Mephisto und seine Freunde getragen haben. Okay, hast du das mit den Kontodiebstählen zu tun? Ich habe keine Wahl, ich muss eine Ladung annehmen. Okay. Interessant. Quiztime! Chaosmon, DNA-Digitation aus Pancho Leomon und welchem Digimon?
Maschinendramon. Chaosmon DNA digitiert aus Pancholeomon. Ich würde jetzt sagen Maschinendramon. Darkdramon. Ne, ich nehme Maschinendramon. Ich nehme Matrix, der könnte gerne mitmachen. Doch, die Matrix aufpasst, der sage ich doch. Okay, jetzt mal, okay, bin mal gespannt. Zieh dann die Dämonshöhle. Oha. Test, la 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 la. Ach, stimmt, den gibt's ja auch noch. Den Hippie Jimmy Jimmy. Der alle Spaß, bei uns geht ihr alle mit den Dämons ab. Yeah, hey, ihr fragt euch wahrscheinlich alle, wer ist heute der Star auf der Bühne? Ja, ich bin Jimmy Can, Leute. Ja, ich bin Jimmy Can. Juhu, juhu, juhu. Oh Gottes Willen, der war doch verrückt, ey. Den habe ich ja komplett vergessen. Das verstehe ich nicht. Was ist bloß mit seinem Körper geschehen? Wie ist er so geworden? Ich habe Angst, die Furcht überrannt mich. Was, du rockst ja gar nicht ab, bist du einer der Neulinge? Dann ist der Dämons Geburtstag das erste Treffen, an dem du teilnimmst? Was für ein denkwürdiges Ereignis, ich bin so aufgeregt. Hörst du, dass die Elite der riesigen Hackergruppe Zack, sondern der Anführer von uns Dämons? Der echteste der Hackerwelt, die Chimikan, juhu! Okay, hört jetzt auf, diese dämonische Stimme. Heute ist ein dämonischer Tag, ein dämonisches Festival der Dämons, für die Dämons und von den Dämons. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid zum Dämons Geburtstag. So bin ich, ich rocke mit meinem Publikum ab. Also, seid ihr bereit zu rocken? Kapitel, was ich euch verkleckern will. Wisst ihr, ich habe wieder und wieder um teuflische Taten gekämpft. Aber Jimmy kann es nicht alleine schaffen. Nein, Jimmy kann nicht, versteht ihr? Nur ein Witz, Leute, aber jetzt ist es halt ernst zu machen. Hört mal alle her, ab heute seid ihr keine Hunde mehr, die sich von Zaxxon herumkommandieren lassen. Die Ordnung von Eden, wen kümmert sich schon? Die Ehre von Zaxxon, wen interessiert sich dafür? Wir sind die Coolsten, wir sind die Bösesten, wir sind das beste Hacker-Team, das es gibt. Ruft unseren Namen, wir sind Dämons, wir haben die Stärke der Unterwelt, wir sind Dämons. Es ist an der Zeit, dass wir in der Welt zeigen, was die Dämons drauf haben. Ja, wir sind Dämons. Ich schreibe mal ganz schnell, ja. Ich mach mal mit. Immer mitmachen. Also, meine Lieben, ich werde euch ein paar echt fiese, teuflische Missionen geben. Seid ihr alle Skakler für eure erste Dämons-Mission? Du da, kennst du in Knurren anschaulich Werbung zur Erstehung der Dämons machen? Ja, kann ich. Ja, kannst du. Wir werden gegen den kämpfen müssen. Ich sehe es jetzt schon kommen, ey. Hey, du da, gegen die echte Welt hast du. Verkaufe 500 Exemplare von unserer neuen Single. Kussi, lebiger Kolibri auf dem Musikbazar. Kannst du das machen? Ja, kann ich. Ja, kannst du weiter. Hey, du da drüben. Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht abrockst. Autsch, das ist gar nicht cool. Darum gebe ich dir eine besondere Mission. Yu, gib mal kurz das Digi-Weiß her. Du wirst Zaxxon für uns bespitzeln. Eine 5-tickige Reise habe ich für dich. Wenn jetzt was geschieht, sag mir einfach Bescheid. Alles klar? Zaxxon bespitzeln. Langsam wird es echt unangenehm. Ich sollte das lieber mit Rio und den anderen besprechen. Erstmal zurück zu Udi. Du machst hier verstehe, ein Mysteriker namens Kay gibt die Information zu dem Verbrechen, der deinen Account geschulden hat. Dann hast du seine Einladung angenommen, warst im Verschreck der Dämons, wurdest für einen von ihnen gehalten, musst Zaxxon bespitzeln. Ich verstehe. Also wirklich? Du kannst doch nicht allein in so eine offensichtliche Falle laufen, Dummerchen. Ich dachte mir schon, dass sowas im Busch ist. Du Idiot, du darfst nicht mehr verheimlichen. Ab jetzt erzählst du uns alles. Was machen wir jetzt? Lassen wir ihn wirklich Zaxxon bespitzeln? Immer der Reihe nach. Erst müssen wir Yuko und Frei sagen, was Sache ist. Komm mit, wir gehen zum Zaxxon-Forum. Shitose, du? Ich soll Nachforschungen zu Kern scannen, richtig? Das musst du mir nicht zweimal sagen, überlass das mir. Okay, eigentlich haben wir uns jetzt für eine Seite entschieden, ne? Für die Hoodie. Und nicht für Kay. Ganz einfach. Das merkt man halt jetzt ganz ehrlich.
Und der Howdy jetzt... Oh Gott, das wird der muss in Saxon. Okay. Ey, das macht gerade... Ey, das ist gerade so interessant. Genau, nach Eden muss ich dafür. Auf nach Eden! Und zwar auf den Saxon Forum. Hier. Saxon Forum. Ja, richtig. Der sieht nämlich genau so aus. Ich sehe weder Yoko noch Fei. Na gut, suchen wir sie. Wenn sie nicht hier sind, sind sie sicher gerade in Knur auf Patrouille. Ich will nicht, dass Saxon denkt, Hudi liegt sich mit ihnen an. Wir sollten sie so bald wie möglich über die Spionage informieren. Trennen wir uns, sag mir Bescheid, wenn du Yoko oder Fei findest. Yoko und Fei sind wohl nach Yoko gegangen, um dort zu patrouillieren. Ich glaube, ich gehe auch hin. Okay, nee, erstmal gehen wir nicht hin. Darkdramon, doch, Darkdramon. Okay. Darkdramon und Panchelemon ergibt, okay. Gibt Chaos, Mon. Falsche Erinnerungen, okay. Wir haben dann jetzt also zwei Erinnerungen quasi. Die wir bespitzeln könnten. Und uns anhören können. Aber... Ich denke mal, das macht jetzt... Das ist gerade so richtig interessant für die meisten. Ah, okay, ich kann jetzt hier rein. Nee, 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 nee. Mauerspalt, Stufe 2. Weg mit der Firewall hier. So. Also, was willst du? Du benötigst 4 Digimon auf dem New Rookie oder besser, um einen Wall of Level 2 oder höher zu deaktivieren. Okay, ja, alles klar. Ja, und für Stufe 3 brauche ich dann Digimon auf Champion-Niveau. Weiß ich auch. So, jetzt sind wir hier in Ebene 3. Okay. Diese Ebene ist eigentlich nicht sehr groß. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die ist nicht sehr groß. Erstmal klappern wir hier alles ab. Erstmal schön die Items wieder farmen und dann geht's weiter. Da hinten haben wir zum ersten Mal nämlich dann den Jimmy getroffen. Diesen Jimmy, der den verrückten Rocker da. Im ersten Teil. Ich habe auch das Gefühl, dass wir den da wieder treffen werden. Und der wird nicht gerade schwach sein. Also von dem her ein bisschen noch leveln und dann passt das schon. Hackerinnerung. Dreimal Wiederbelebungskapseln. Alter, die lohnt sich sowas von, die Dinger. Die lohnt sich wirklich zu heilen. Oh, und jetzt haben wir den natürlich auch von Kay erzählt. Also, ja. Und Kay hat zu uns gesagt, wir können den nicht trauen. Mittlerweile wissen wir ja auch, warum wir den nicht trauen sollten. Mittlerweile wissen wir es ja, weil Kay auf der anderen Seite der Macht quasi steht. Das sind ja 12 Feinde, Saxon und Dämon. Und er stand auf der Seite Dämon und wir standen, oder die stehen halt auf der Seite von Saxon. Ganz einfach. Deswegen war das dann irgendwann so offensichtlich. Und das macht dann auch irgendwann Sinn. Warum wir dann denen nicht vertrauen sollten. Das macht Sinn. Also Webon ist neutral, das ist das Schöne daran. Das heißt, er macht neutralen Damage. Frei hieß das, glaube ich. Ein freies Attribut. Und das habe ich gebraucht, ey. Gegen den. So, schön Level-Ups hier, nice. So muss das und nicht anders. Da oben konnte ich nicht weiter, ne. Da oben ist das Digi... Ja, genau, da oben kommt man nämlich hin noch. Genau. Da oben ist nämlich dann der andere Weg und da werden wir hinkommen und da wird dann der Jimmy sein. Ich sag, da wird der Jimmy sein. Entweder wir müssen gegen den Camp oder der wurde schon erledigt. Eins von beiden. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Eins von den beiden Sachen. Also wenn wir gegen den kämpfen müssen, würde es mich echt nicht wundern. Ich mag Wemons Pose. So. Export, also zum, ja, zurück quasi, sich teleportieren. Das habe ich damals im Waze benutzt. So, noch die andere Seite. Genau, hier unten liegt ein Item. Ich glaube, hier konnte sogar eine Wiederbelebungskapsel gewesen sein. Nein, ein Speicher-Up. In den Kisten kann auch echt Speicher-Ups drin sein. Deswegen echt alle mitnehmen. Vor der Kiste. Das war wirklich vor der Kiste.
Das heißt, die Verteidigung senkt, ist nice. So, sei mal down. So, Angriff. Schwach. Du bist richtig schwach auf der Brust. Das erinnert mich immer an Perlmon. An die Perle von Pokémon. Wie heißt das? Wie heißt das Pokémon jetzt? Oh, Mann. Ich weiß jetzt leider gerade nicht. Oh je, ich bin ja echt schon zu sehr raus. Leider. So. Oh, ein Nanimon. Du bist down. Nanimon. Habe ich mal gerade so eben beschlossen. Mega Flamme. Normaler Angriff. Und down. Alter, schon wieder fast 2 Stunden. Schon wieder fast 2 Stunden hier am Zocken. Falscher Weg. Ja, okay, ich muss da hinten hoch. Und jetzt bleiben meine Digimon da wahrhaftig stehen, okay, nice. Ich habe meine Digimon gerade abgehängt. Die wollen nicht mehr was mit mir zu tun haben. So, ich muss hier nicht ohne Grund einen weiten Weg für das Ding laufen. Doch. Natürlich muss ich für fast gar nichts so einen weiten Weg laufen. Gut, ja, die haben sogar auf mich gewartet. Geht das nochmal? Ne, ich weiß nicht, wie ich das gerade hinbekommen habe. Die wollten da oben mal faulenzen. Sei denen mal gegönnt. Wobei ich meinen Dingen eigentlich nicht so viel gönne. Ja, eigentlich müssen die arbeiten. Sklaven. Wemon wäre zweimal dran gewesen. Warum? Wemon so schnell. Die bringen schon 500 Erfahrungspunkte. Nice. So, wir haben alles erledigt. Jetzt bist du dran.